Entspannt geben sich die deutschen Tennisdamen vor der Fed Cup-Begegnung gegen Titelverteidiger Tschechien in Stuttgart. Und das, obwohl Teamchefin Barbara Rittner die Qual der Wahl hat, ob sie Julia Görges oder Angelique Kerber die Einzel spielen lassen wird. Beide wollen spielen und beide wollen sich anbieten und es soll trotzdem jetzt im Vorfeld nicht so viel Druck entstehen. Also ich entscheide da aus dem Bauch raus und das soll auch keine persönlich nehmen. Es ist eine Momentaufnahme und ich weiß selber noch nicht, wer es werden wird. Gesetzt ist dagegen Sabine Lisicki als neue Nummer 1 für die verletzte Andrea Petkovic. Und sie erwartet eine schwere Aufgabe, damit Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova, die derzeitige Nummer 2 der Welt bei Tschechien, aufschlägt. Sie ist eine Spielerin, die wirklich mit allem eine Waffe hat, egal ob Aufschlag, Vorhand oder Rückhand. Sie ist Nummer 2 der Welt und das zu Recht. Doch davon gibt sich Sabine Lisicki völlig unbeeindruckt. Sie hat Wimbledon gewonnen, spielt recht konstant und will das Spiel halt dominieren. Und da muss man selber gegenhalten und gute Waffen haben. Die Waffen habe ich und ich möchte einfach das Match gewinnen, egal welche Nummer ich bin. Auch wenn Petkovic ihre Kollegin derzeit aufgrund einer Rückenverletzung nicht unterstützen kann, wird sie dem Team trotzdem helfen können. Andi ist es selber wichtig, dabei zu sein und wir freuen uns, dass sie dabei ist, dass sie uns unterstützt. Die Stimmung wird dadurch sicherlich steigen und auch abends sorgt sie immer mal hier und da für einen lockeren Spruch. Also ich bin froh, sie in unseren Reihen zu haben. Und wenn Andrea Petkovic neben lockeren Sprüchen abends auch noch für gute Musik sorgen kann, wird die Stimmung hoffentlich so gut sein, dass vielleicht sogar ein Sieg gegen die Tschechen möglich ist.